Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Shadow Warrior. Und zwar sind wir jetzt im Kapitel 5, müssten wir sein schon. Wir suchen immer noch den Golem mit dem Schwert. Und da muss ich das Schwert ja eigentlich noch übergeben. Aber ich glaube, die Suche nach dem Schwert ist eigentlich das gesamte Spiel, wenn ich mich irgendwie nicht täusche. Genau, Kapitel 5. She's a Courier. Treffe ich jetzt irgendeine Frau? Oder ist der Golem der Kurier? Wo ist der Gegner? Lustig, ich kann hier sogar einen Flug explodieren lassen. Moment, er kennt meinen Namen. Was soll denn sowas, bitte? Oder sind das Mafiosis, die mich suchen? Ist doch ein bisschen irritierend. Ich hoffe, deine Versicherung covers die Verlust von Limbs und possibly Head. Ach ja, das ist echt wie die Flockgun. Na komm, den letzten nehmen wir. Oh, ist gar keine letzte mehr da. Glückskeks! The Wang abides. Jeder braucht einen kleinen Wang. Hey, Friend! Ah, okay, da ist schon mal kein Secret. Angry Ninjas. Sea of Delicious Chocolate by Zilla Foods New. Plus 20% Dolphinfleisch. Wer mag denn kein Delfinfleisch? Ich hab den Entschluss gefasst, glaube ich, Outsider weiter zu spielen. War, glaube ich, der Titel, ne? Great. I needed a change of pace. How far is the temple from here? Just up this hill. Third carnage on the left. You can't miss it. Naja, wir sind fast beim Tempel, also es geht voran. Es ist ein Friedhof! Es ist ein japanischer Friedhof. Der übrigens hier so an den Bergen lang gebaut ist, weil es einfach so einen Platzmangel in Japan gibt, dass die Friedhöfe sich eigentlich aufeinander stapeln schon regelrecht. Das ist echt krass, wenn man es mal gesehen hat in so einem Bericht oder sowas. So, hat man noch irgendwie einen Punkt frei? Nee, gerade nicht. Deshalb sehen die nicht dann so aus. Na toll. Habt ihr gesehen, es war ein Skelett. Jetzt sind wir wirklich bei Painkiller angelangt. Ich hab doch Angst im Dunkeln. Ich hab Angst auf Friedhöfen. Übrigens, das Spiel wurde als Horror-Game klassifiziert. Hab ich gesehen bei krawall.de. Da ist das First-Person-Horror-Game. Up now, grasshopper. Nur anderthalb Ninja Sterne. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ah, da solltest du mal wirklich zum Arzt gehen. Dein Arm wackelt auch so komisch. Au! Dass immer alles explodieren muss, verdammt!
Ah, ich brenne! Zu brennen ist sehr negativ. Ah, hier ist Secret. Bam, bam, bam. Was macht er? Was haben die da auf dem Rücken? Was war das? Das ist ja ein Trommeln? Oder was soll es sein? Auf jeden Fall hat es mich nicht verletzt. Ich dachte erst, das sind so Sprengmeister. Sie würden sich selbst in die Luft sprengen. So, mal einen Schluck trinken. Ist hier noch jemand? Hallo? Schön. Was ich richtig gut finde, man könnte das ganze Spiel einfach mit dem Schwert durchspielen. Das konntest du damals nicht machen. Das macht das Spiel auch echt zu was Besonderem gerade. Da oben ist ein sehr, sehr, sehr fetter, böser, aggressiver Dämon. Was ist denn los mit euch? Ah, ich wollte euch beide durchnageln. Hat nicht so gut funktioniert. Na komm, wir gehen mal ein bisschen raus hier. Na kommt. Put. Koji, are you counting? Koji macht erstmal nix. Ich benutze die Herzen so selten, aber es ist auch auf Taste 8. Das ist ein ganzes Stück, was ich dann vorwärts gehen muss. So, guck mal, was du für ein Schöner bist. Give me a break. This guy is raising corpses. Keep coming back unless you take him out. Ist was schön mit dem Bogen. Ist echt gut, wenn die Dämonen Angst kriegen. Ach komm, verarsch mich nicht. Ich muss mal eben hier... Irgendwie der Kuhangriff auf die Skelette hilft nicht so viel. Ich glaube, er ist gestorben. Wie sah er überhaupt aus? Mein Gott. Da freut sich der Zahnarzt. Ich will mir einen mitnehmen. Aber er wurde sehr geflockt. So. Dein ist ein roter Karma. Komme ich da hin? Ich
denke nämlich nicht von hier aus. Immer diese Keycards. So, AADD. Wow! Ah, cool, Rundumschlag. Werde ich wahrscheinlich nie benutzen, aber schön, dass ich ihn hab. Kiste? Ich komme eh bestimmt nicht weiter in dem Ding selbst. Sehr schön. Secret. Karma found. Health Pack ist auch gut. Wo ist denn hier der Rest? Geld im Friedhof. Eine kleine Opfergabe. So, jetzt kommen wir mal rein. Und gucken, was hier drin los ist. Ah, jetzt ist wieder hier. Wo? Was? Ach, da. Ach, jetzt haben wir die Keys. Glückskeks. This is my katana. This is my gun. One for killing. The other for... Okay, the other also for killing. So, ich habe Schlüssel. Ich weiß, es war einmal ein Schloss ganz vorne. Wenn ich mich noch recht erinnere. Da. Aber es kann nicht das einzige gewesen sein. Wir müssen... Gibt es bestimmt nachher noch ein anderes zum Aufschließen. Aber es führt auf jeden Fall schon mal zum Roten. Zur roten Barriere. Den haben wir noch nicht. Ich weiß, was ihr sehen wollt. Ihr wollt sehen, wie ich den hier einsetze. Wow! Boah, es geht ganz schön weit, der Schlag. Boah, nach links sieht geiler aus. Na, Mr. Rabbit? Schmatz mal nochmal ein Secret hier weg. Manchmal ist man schon ein wenig irritiert. Guck mal hier zum Beispiel, das sieht doch toll aus. Warum kann es nicht immer so aussehen? Ist natürlich dunkel. Und das Setting passt gerade irgendwie. Jo. Wir müssen natürlich gucken, wo die anderen beiden sind. Ah, ich kann die meisten Grabsteine sogar zerstören hier an der Seite. Ach nö, da habe ich gar keine Lust drauf. Geht weg! Verdammtes Fledermausgesindel! Da klebt was im Dach. Was nice!
So, wir sind, glaube ich, hier an der Ecke fertig. Kommt doch her. Enthauptet. Ich wäre da hingegangen, aber ich kann mich nicht... Jetzt kann ich mich wieder ducken. So, jetzt aber nochmal, oder? Ah, jetzt kann ich dran. Ah, gut. Ich hab doch... Ich bin gar nicht so fett. Ich hab gerade noch drunter gepasst. Oh, ich weiß, kann mich gar nicht erinnern, dass ich die Keycard aufgesammelt habe dafür. Ah, muss anscheinend so gewesen sein. Dann muss ich als nächstes das blaue Schloss suchen. Back in action. Wo ist der Rest? Aber es kann ja nicht so viele Orte geben, jetzt wo ich lang kann, außer hier auf der anderen Seite. Okay. Hier ist auch erstmal das Siegel noch, aber hier können wir lang. Und auf. So, the Shadow Realm. Is that hell? No more than this place is. It's just different. But it's full of demons. Yes, but this place is full of humans. Aha. Ich bin in so einer Art Katakomben, oder? Wo auch wieder Geld rumliegt. Okay, ich kann hier runter. Das ist, glaube ich, auch der Weg, den ich einschlagen sollte. Aber nächstes Mal, wenn wieder heißt Shadow Warrior, gehen wir hier runter und gucken, was da los ist und was wir aufmischen können. Bis zum nächsten Mal. Euer Doc. Ciao.